Schaut doch noch jemand rein, dachte nicht, dass nur diese Uhrzeit jemand reinschaut. Moin, ich glaube, es sagt hallo. Endlich schaut mal jemand rein, meine Fresse. Ja, Cam noch an, Chat noch umstellen. Hallo. Edit ziehen und jetzt, danke. Geht doch. Okay. Wenigstens einer, der mal reinguckt. Wir spielen gerade Super Mario Bros. X und zwar
The Invasion 2, das ist die zweite Standekampagne, die mitgeliefert wird. Dingens, yes. Und hallo Manuelde, keine Ahnung, weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Hallo, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Deutscher ist, aber ja, Hallöchen, ihr beiden. Das ist auch schön, dass doch noch jemand reinguckt. Das hätte ich nicht gedacht um diese Uhrzeit. Vor allem den Buch. Wir haben es 9:30 und eigentlich ist es gar keine so kluge Idee, um diese Uhrzeit zu streamen. Tipp ein bisschen noch. Achso, ja, voll vergessen. Das vergesse ich jedes Mal. Danke. Vergesse ich jedes Mal, wenn ich hier dann doch jemand reinkommt. Und ja. Gut, und diese andere Kampagne, die ich da angefangen hatte, das war, wie war das nochmal, wie hieß die nochmal? Oh Gott, ich habe mal vergessen. Verdammt. Die zweite Standardkampagne, die noch geliefert wird, nicht in Invasion, sondern ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Jedenfalls, die habe ich abgebrochen, weil der Endkampf so unglaublich schwer ist. Da habe ich auch absolut keine Ahnung, ob ich den überhaupt schaffen soll, weil der ist irgendwie total, weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, weil deswegen, naja. Hallo? Spiel? Hallo? Was war das denn jetzt für ein Hänger? Ganz komisch. Warp to Frosty Frostlands. Kennen wir doch aus der anderen Kampagne. Frosty Questlands. Ich erstmal hier lang, würde ich sagen. So. Das ist natürlich jetzt einfach noch relativ einfach. Das Ganze, aber ich kann mich erinnern, hier in der Kampagne gab es eine Stelle, wo ich absolut nicht mehr weitergekommen bin. War verdammt, weil es dann wirklich so mega schwer wurde. Und ja. Die andere Kampagne hätte ich fast durchgehabt, hätte ich einen Boss irgendwie noch geschafft, aber. Ja, verdammt, es war eindeutig viel zu schwer gewesen. Für meine beschränkten Mario-Skills, deswegen. Du weißt, dass Super Mario Maker schwieriger ist. Nein, ist es nicht. Es kommt drauf an, kommt natürlich dann drauf an, was du da für Level hast. Aber das hier, ich finde den Super Mario Maker ist so ein bisschen fragwürdig, weil das hier ist kostenlos und gibt es auch schon viel länger als Mario Maker. Und damit kannst du viel mehr anstellen als mit Mario Maker, weil du kannst Sachen hineinskripten, was du Mario Maker nicht kannst. Da bist du auf das angewiesen, was die Entwickler dir machen. Und wenn ich schon sehe, dass die Entwickler einen essentiellen Bestandteil, nämlich die Checkpoints, nicht drin haben, da kriegst du das große Kotzen. Also, ohne Checkpoints im Mario Level spielen geht's noch, hallo? Manche Level ohne Checkpoints zu spielen ist ein bisschen sehr schwer, aber nun gut. I can't believe that pipe goes all the way up in here. Ja, und es gibt natürlich auch Dialoge, also du könntest theoretisch und du würdest auch eine komplexe Story erzählen, wenn du Bock hättest drauf. Wovon abgesehen, wer hat natürlich noch schon davon gehört, dass Mario eine komplexe Story hätte, aber ja, man könnte, wenn man wollte, ne? So. Und man kann die gegen Musik verwenden und was weiß ich noch alles. Also das Teil hier ist viel, viel mächtiger als der Super Mario Maker. Und ist natürlich nicht so einfach, die Level dann zu sharen wie bei Super Mario Maker, aber ich meine, jeder hat Google Drive. Jeder kann das sonst irgendwo bei Megafire oder so hochladen. So schlimm ist das dann auch wieder nicht. Es kommt halt immer auf die Leute drauf an, ob die sich die Mühe machen wollen, das dann da hochzuladen. Von daher, nee, man kann auch selber Levels bauen. Ja, nee, ist klar, natürlich kann man selber Levels bauen. Ich meine, du bist auf das angewiesen, was die Entwickler dir im Editor geben.